Denise, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war der Ex-Club, der auf der anderen Seite schon, hat ihn aber anscheinend gar nichts ausgemacht. Ja, natürlich war es ein bisschen komisch am Anfang. Ich war auch schon echt aufgeregt vorher, schon was Besonderes gegen die zu spielen hier im Pokalfinale. Und ich glaube, es war für die auch eine große Sache, hier im Pokalfinale zu sein. Ich kann es total nachfühlen. Aber natürlich wollte ich trotzdem den Pokal selber gewinnen. Ist das vielleicht auch, was Potsdam ein bisschen gehemmt hat? Man hatte das Gefühl, sie konnten nicht das aufs Parkett bringen, was sie sonst gezeigt haben. Kann schon sein. Also ich muss sagen, bei uns waren schon einige, die schon mal im Pokalfinale waren und man hat schon diese Routine ein bisschen gemerkt. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir heute einfach von vorne bis hinten unser Spiel durchgespielt und Potsdam konnte das heute nicht so richtig durchziehen und ja, am Ende so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Wir wollen noch gar nicht zu viel über Potsdam sprechen, ja. Aber eine Sache würde ich gerne noch besprechen, weil Sie sind Zuspielerin. Es gab das große Zuspielthema bei den Potsdamerinnen. Inwieweit glauben Sie, dass das heute eigentlich dann doch am Ende der Schlüssel war, was man sich ja am Anfang gehofft hat, dass es gar nicht so viel ausmacht? Ja, es kann natürlich sein. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, also die beiden, die dann jetzt am Ende gespielt haben, die haben die ganzen letzten Ligaspiele nicht gespielt, haben also gar keine Routine mehr gehabt. Und ich glaube, dann ist es für so eine Zuspielerin schon schwer. Also ich kann das total nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist, da jetzt auf einmal aufs Feld zu gehen, die letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Spiele nicht gespielt zu haben und dann da den Stiefel so runterzuspielen. Und ja, von daher hat man schon gesehen, dass es natürlich heute ein bisschen schwierig war, auch ja, von der Abstimmung. Gucken wir aber auch Schwerin. Ja. Wir haben gesagt, oder beziehungsweise Dirk Berscheid und Nicole Fetting haben im Kommentar gesagt, es gibt das Dreamteam. Imodu, Barfield. Da hat heute wohl alles geklappt. Das hat heute wirklich geklappt. Ja, Lauren war on fire. Ich habe es sofort gespürt im ersten Satz. Trainer und auch die Mitspieler haben alle gesagt, hey, Lauren ist on fire, so gib ihr den Ball. Und das habe ich versucht zu machen. Und sie hat es echt wahnsinnig gut gemacht. Und das meine ich auch einfach mit Routine hier im Pokalfinale. Lauren hat schon einige Pokalfinals gespielt und das hat sie heute hier total gezeigt. Man muss ja auch sagen, dass Schwerin momentan ja auch so spielt, dass eigentlich immer die gleiche 6 auf dem Feld steht. Inwieweit zerrt das so ein bisschen auch am Körper? Gestern gab es eine kurze Schrecksekunde auch bei Ihnen im Training. Ja. Wie sehr nimmt es dann einen mit, auch körperlich? Ja, schon. Also es ist natürlich schon eine ziemlich harte Saison, auch mit den 2 Quarantänen, die wir hatten. Also wir hatten schon auch unsere Probleme, wieder auf unser Level zu kommen. Aber ja, so große Spiele am Ende, da ist irgendwie alles egal. Also ich habe auch gestern gesagt, egal was ist, ich werde auf jeden Fall am Feld stehen. Das ist total, also da wäre nichts dran vorbeigekommen. Man muss sagen, Potsdam hat sich jetzt vielleicht nicht im besten Licht präsentiert, aber es hat alles geklappt bei Schwerin. War das auch so ein bisschen, man hat Felix Kostowski sogar lachen gesehen zeitweise. Das sieht man sonst während des Spiels selten. War da auch schon eine Lockerheit einfach auf dem Feld und nur noch Spaß, auch wenn keine Zuschauer hier sind? Ja, man hat schon gleich von Anfang an gemerkt, dass es halt funktioniert. Und das ist immer schon ein ganz beruhigendes Gefühl, wo man dann auch einfach ein bisschen locker werden kann, weil man weiß, egal was, auch wenn der Gegner ein bisschen Druck ausübt, wir haben unser Spiel ganz sicher. Also wir sind sicher in dem, was wir tun. Und das bringt natürlich die gewisse Lockerheit mit und hat dann am Ende wirklich nur noch Spaß gemacht tatsächlich.